Ja, jetzt sind wir hier bei Camelicious. Eine Stunde oder so hingefahren. Das musste man auch eigentlich buchen. Haben wir zweimal versucht, einmal in Deutschland, einmal hier. Und haben keine Antwort bekommen. Jetzt gehen wir da rein. Und dann sagt er, ich habe hier so ein Tuch drauf, weil es regnet natürlich. Jetzt sagt er, dass die Wartungsarbeiten haben. Man kann das nicht besichtigen. So eine Scheiße. Ja, mal gucken. Dann müssen wir mal schauen, dass wir was anderes machen jetzt. Im Regen. Ja, keine Schirme. Das Tuch, irgendwann ist das auch nass, aber egal. Da so ein bisschen Wüste. Ja, wir sind jetzt in so einer, weiß nicht, Outlet Mall oder so gelandet, weil ja Camelicious leider zu hat. Und hier steht halt alles unter Wasser. Wie das halt so ist, weil es ja regnet. Und bei der Planung haben die nicht so wirklich die, ja, Kanalisation. Also irgendwie gibt es das hier nicht so richtig. Oder weiß ich auch nicht. Städteplanung ist nicht so die Stärke hier von den Leuten. Als Entschädigung gibt es schöne Weihnachtsdeko. Ja. Hübsch gemacht. Das ist ja cool, wie in jeder Mall ist auch hier wieder so ein Kinderbespaßungsbereich mit so, ja, Vergnügungskram. Cool. Oh, wie schön. Ist auch schön dekoriert hier. Was ist das denn? Mein Mann ist hierher gelaufen. Was ist das denn so Tolles? Iron Man. Iron Man? Echt? Okay, Iron Man. Cool. E.T. Ein Comic-Café. Das ist ja spannend hier. Wow, das ist sogar richtig groß. Voll cool, wie diese Kasse gemacht ist einfach. Wow, oh guck mal, da kann man Fotopoint. Da kann man ein Foto machen. Ja, da würde ich mal sagen, machen wir direkt mal ein paar Bilder. Ist bestimmt was Bekanntes, kenne ich wieder nicht. Hier auch nochmal so Superhelden aufgestellt. Ja, wenn man sich dafür interessiert. Das ist echt cool, weil da hinten ist auch sogar noch so Bücher und so. Und ich habe ja keine Ahnung, aber mein Mann sagt, es gibt halt hier richtig viel, was man halt bei uns auch nur übers Internet bekommt. Und hier ist einfach so ein ganzer Laden. Das ist heftig, so Figuren und so ein Kram. Ja. Ja, das ist der Laden. Ich habe, glaube ich, gerade gesagt Comic Café, aber das ist ja Comic Cave, also Comic Höhle. Ja, leider kein Café, wo man Käffchen trinken kann zwischen diesen ganzen ja, Figuren oder so. Schade. Wäre cool. Voll cool. Wir sind jetzt in so einem japanischen Geschäft. Hier gibt es richtig tolle Sachen. Keine Ahnung, vielleicht gibt es das in Deutschland auch. Aber das nehme ich mir auf jeden Fall jetzt mit. Das ist so ein Deko-Ei. Das ist eigentlich ein Spielzeug. Ja, und oh, Olaf. Ja, voll cool. Die Sachen sind auch gar nicht mal so teuer. Das finde ich richtig praktisch. Und hier hat gerade ein Kind, wollte irgendwas haben. Und ja, das hat, keine Ahnung, 5 Minuten richtig Tamtam gemacht. Und die Mutter ist hart geblieben. Das fand ich richtig super. Ja, ich freue mich dann immer, wenn die Mütter dann nicht aufgeben und nicht nachgeben vor allem, sondern einfach ja, durchziehen und dann nicht nachgeben, wenn die versuchen, einen zu erpressen. Voll cool. Und hier gibt es auch so Dekoabteilung. Ja, so alles so japanische Sachen. Finde ich echt toll. Ich habe meinen Laden gefunden. Kami Outlet. Ja, dummerweise ist das ein Kindergeschäft. Aber voll cool. Schon selten mit meinem Namen. Oder halt eine Abkürzung davon. Das ist, glaube ich, die Disney-Schrift sogar, ne? Ja, wir haben in diesem Geschäft etwas gekauft. So eine Taschenlampe, dann dieses Ei und Dekorationsgeschirrtücher. Ja, ich habe ja, gestern waren wir in diesem tropischen Regenwald oder wie auch immer, Zoo, keine Ahnung. Und seitdem habe ich so ein Jucken unten an den Beinen, also quasi vom Knie bis runter hin.
Ja, und in diesem Regenwald war das halt nur so ein bisschen. Und dann, jetzt ist es mittlerweile an beiden Beinen. Ich habe heute Morgen Kokosöl drauf geschmiert. Hat jetzt aber jetzt nicht so, ja, hat jetzt vielleicht 2 Stunden Linderung gebracht. Jetzt geht das wieder los. Oh Gott, wie furchtbar. Ich habe irgendeine Allergie gegen irgendwas. Keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass mich irgendwas gebissen hat oder so. Waren ja normal befestigte Wege. Aber kann auch natürlich im Schmetterlingsgarten oder vielleicht die Blumen im Miracle-Garten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, das ist halt ärgerlich. Und es ist noch nicht mal so rot oder so, sondern es juckt so und ist so komisch rau geworden, die Haut. Also so, weiß ich nicht, es fühlt sich an, als wenn das so, ja, also nicht mehr glatt, so gesehen. Schrecklich. Ja, wir laufen hier noch weiter rum. Um 16 Uhr macht ja erst das Global Village auf. Das heißt, wir haben noch 2 Stunden Zeit zu überbrücken. Wir gucken mal, vielleicht gehen wir irgendwo einen Kaffee trinken oder halt irgendwie was essen. Und ja, dann fahren wir ins Global Village. Wetter ist so ab und an ein bisschen besser geworden. Ein paar Wölkchen sind dann weggezogen, aber ich hoffe, dass es nicht regnet, so wie in Strömen gestern, weil das ist wirklich echt heftig. Also dieser ganze Regen hier, echt heftig. Es hat auch geblitzt und gedonnert. Und ich meine, so für Urlauber, die das erste Mal hierher kommen, die müssen ja denken, das ist ja nicht normal. Man fühlt sich echt wie zu Hause. Und ja, ist halt nicht normal. Also das ist normalerweise ist hier richtig gutes Wetter und Sonne. Irgendwie, das habe ich auch noch nie erlebt hier. Aber gut, ist halt in den letzten paar Wochen, Monaten halt so gewesen, dass es immer öfters geregnet hat. Klimawandel. Wir sind jetzt einmal hier im Food Court einmal rumgegangen und ja, es gibt leider nichts für uns. Das ist echt heftig. Wir haben jetzt noch eine Hoffnung, dieses Manila. Ja, hier gibt es auch irgendwie gar keinen Supermarkt. In dieser Manila-Ecke. Little Manila heißt das. Mal gucken, aber so wie es aussieht, wird es auch nicht besser werden. Egal, da müssen wir halt was. Es gibt ja auch nicht mal eine Kaffeebude. Das wäre ja schon mal etwas. Sollen wir mal auf die Karte gucken? Ja. Bakery, Sweets. Was ist mit Salat? Boah, ist das schön. Bambino, ja. Ist das schön? Oh mein Gott. Kleine Klamotten. Ist das süß. Ach, guck mal, Daisy. Ja, es gab nichts zu essen. Wir gucken jetzt mal, was wir irgendwie. Ich glaube, da war noch so ein Café. Uns da hinsetzen, noch ein bisschen Zeit totschlagen und dann fahren wir ins Global Village. Im Global Village dürften wir aber unter Umständen Salat bekommen. So, wir haben doch noch was gefunden. Das einzige hier, naja, so ein Gluten-Ding. Aber das halt, ja, ist halt so. Und ansonsten alles in Ordnung und es gibt auch Kaffee. Voll cool. Und hier, die anderen haben Beef und auch dasselbe. Hier, Chicken. Mit Salat. Das war der kleine Laden, wo wir waren. Und ja, ist halt mega, ne? Also Service top und der Salat war super. Der Kaffee war super. Und es war sehr günstig. Also wirklich sehr günstig. Es ist, glaube ich, auch hier so ein Insider-Ding. Beziehungsweise, also hier laufen kaum Touris rum. Hier laufen wirklich, ja, viele Localies, Einheimische und so rum. Keine Touris. Oder wenige, sagen wir es mal so, wir sind ja auch hier. Weil hier braucht man ein Auto einfach. Man kommt sonst hier nicht her. Ja, ja. Also ist das mit Camelish ist doch nicht so schlimm gewesen. Sonst wären wir hier nicht gelandet auf jeden Fall. Es ist jetzt auch schon so spät, dass wir ins Global Village fahren können. Am Ausgang jetzt nochmal Gru. Und wie heißt der Ratchet? Ja. Schon krass. So. Ja. Ja, wir können das nur passieren, wenn wir. Oh mein Gott, das ist. Ich hoffe, der säuft uns nicht. Ja, eigentlich müssten wir schnell fahren. Oh mein Goodness. Ich sehe da vorne einen kleinen Wagen, das ist dann hoch genug. Ey, ihr braucht nicht hupen, ihr Pappnasen da hinten. Hier ist ja, das ist echt voll der See. Wie kann man nur? Das ist doch nicht normal. Ja, krass, ne? Also in Deutschland wäre wahrscheinlich diese Straße schon gesperrt. Und hier einfach fahren sie alle schön rechts dran vorbei, kein Problem. Ja, Wahnsinn.
Ja, jetzt gucken wir mal, die machen erst um 16 Uhr auf. Der Eindrang ist so hoch hier. Das muss echt toll sein. Das hat auch der Taxifahrer gesagt, als wir hier hergefahren, also in die Unterkunft gefahren wurden, vom Flughafen aus. Und der sagt auch, ihr müsst da hingehen, das ist so cool hier. Ich bin gespannt. Ja, also wir werden jetzt alle zurückgeschickt. Nicht, weil dort die Pfütze irgendwie ist oder so, weil es hier schwierig ist herzukommen, sondern weil der Eigner oder wie auch immer Angst um die Touris hat, weil das Wetter schlecht ist. Das ist so geil. In Deutschland ist es so, hier sind 21 Grad, es fisselt, wenn überhaupt nur ein bisschen, und die machen den kompletten Park zu. Das ist so geil. Das ist echt toll. Ja. Aber ja, heftig. Tada, The Frame. Wir haben uns entschieden, zu The Frame zu fahren und nicht ins IMG World. Ja, aber ist auch cool. Ja, wie wunderbar das in der Sonne glitzert, wa? Ach, was schön. Ja, wir kriegen ja den Sonnenuntergang mit. Das ist ja toll. Und jetzt ist hier blauer Himmel. Das ist ja immer so. Naja, hoffentlich regnet es heute Abend wirklich nicht. Voll cool. Der Wartebereich. Heute ist echt viel los. Das war letztes Jahr, wo wir hier waren, gar nicht so. Und hier der Boden glitzert. Oh mein Gott, ist das cool. So, jetzt geht's los. Und zwar das Glas. Yay! Beim letzten Mal, das war ein Jahr vorher, da hatte ich so eine Panik. Das ist einfach nur Kopfsache. Aber ja, es ist ein bisschen mulmig, aber es geht. Ja, hier habe ich damals, ich bin hier drüber gelaufen. Erstmal hat es Überwindung gekostet, aber ich bin drüber gelaufen. Und dann habe ich die Dubai-Videos geschnitten und habe dann gemerkt, oh mein Gott, ich habe etwas abgespeckt und wollte sie dann im Oktober nicht mehr so lassen. Deswegen hatte ich ja beschlossen, aufgrund dieser Aufnahmen einfach irgendwie weiter hochzuladen und weiter zu vloggen. War eine super Idee, auf jeden Fall. Ja, und jetzt wieder hier nach einem Jahr. Es hat sich sehr, sehr viel verändert. Ja, super, auf jeden Fall. Wir haben hier der Burj Khalifa da hinten und die Sonne geht gerade unter. Mein Gott, ist das schön. Also hier sieht man das alte Dubai auf der Seite, was halt, ja, was heißt alt, ne? Also ein bisschen. Und auf der anderen Seite, wenn man dann hier rüber geht, dann sieht man Neu-Dubai. Wenn man hier genau rüber geht, dann sieht man hier das neue Dubai mit dem Burj Khalifa und ja, all dem, was sie hier erbaut haben. Hui. Boah, ist das schön jetzt. Oh, ist das schön. Da oben waren wir. Da irgendwo. Es ist auch schon windig geworden jetzt, ne? Ja, es wird echt kalt. Aber jetzt sieht das echt wunderschön aus. The Frame leuchtet in verschiedenen Farben. Also wenn man hierher kommt, dann am besten so, wenn so ein bisschen Dämmerung ist, damit man einfach ja, das beleuchtet sieht. Weil da ist es sehr, sehr schön, vor allem wenn das von der Sonne angestrahlt wird. Ach, ich glaube, jetzt gehen wir nach Hause, würde ich schon sagen. Nach Hause, nicht also in die Unterkunft.